Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sarasa and the Lost Demon. Mein Headset ist ein bisschen laut, ich weiß gar nicht warum. So. Ich habe mein Controller aufgeladen und ich hatte gesagt, wenn ich dran denke, zeige ich euch einmal das Notizbuch, was es dabei gab. Das sieht so aus. Ist sogar vergleichsweise dick. Es ist zumeist aus leeren Seiten, so hier, so. Hier und da gibt es total schöne Zeichnungen da drin, wenn ich sie euch richtig präsentieren kann. Aber die meisten Seiten sind halt wirklich leer. Nur so zwischendrin mal. Ich guck gerade, ob ich spontan eins finde. Hier noch eins. Ach komm. Ich muss sagen, ich finde es ziemlich cool. Aber ich bin ja auch so jemand, wenn ich sowas mit dabei habe, ich benutze das dann so ungern, weil das ist so schön. Das ist auch irgendwo einfach was Sammelgoodie-mäßiges und das benutzt man irgendwie nicht. Da habe ich euch das auch mal gezeigt. Ich war auch ein bisschen überrascht. Wie dick das ist. Versuchen wir es mal jetzt erstmal so. Die Musik ist mir einfach viel zu laut. So. Nee. Genau so nicht. Genau so nicht. Zack. Oh, er mampft sie. Oh, er mampft sie. Wie cool. Okay, das war, glaube ich, so. Und dann, haha, beim ersten Mal. Oder auch nicht. Da ging noch mehr. Da ging noch deutlich mehr, Leute. Na komm. Gib her, gib mir alles. Zack. Und springen. Okay, ich muss ihn rausholen. Ach ja, ihn steuere ich ja so. Oh Gott, das verwirrt mich so. Mein Gehirn ist nicht dafür gemacht, zwei Leute gleichzeitig zu steuern. Ah, ich sehe schon. More Rosemary. More Rosemary. Chish it. I'll toss you up there. See if there's a way forward. Okay. Im Knuddelmodus kann Cheshire mit L an höher gelegene Orte geworfen werden. Suche überall nach neuen Wegen. Okay. Nicht sehr elegant. Bei zu großer Distanz oder Rosmarin im Weg kann Cheshire nicht in den Knuddelmodus zurück. Finde dann einen anderen Weg, um die zwei wieder zu vereinen. Okay. Aber da komme ich doch unten gar nicht dran. Warte mal. Nee, warte mal. Jetzt kann ich mit ihr nämlich hier hoch. Und sogar mit ihr hier lang. Und jetzt will ich ihn aber wieder zu... Eigentlich nicht, nein. Scheiße. Werfen. Okay. Nein, nicht du. Ich komme sofort, ich hoffe... Nein, ja, ich weiß. Da bin ich schon. So. Knuddelmodus. Nein. Und springen!
und springen. Knuddelmodus. Hier wird automatisch gespeichert. Okay. Ja. Prepare yourselves! Nein, warte mal. Evel. Halt dich von meiner Göre fern! Cool! Okay. Cheshire, over here! Nein, was mache ich denn? Bin ich irre? Nein! Greif mein Kind hier nicht an! Yes! Yes! Was ein Chaos, Leute. Das ist nicht mal Chaos-Theorie. Ich krieg eine Truhe geschenkt. A chest. Did the fairies make this? I wonder what's inside. Guck nach. Cool. Umbra-Medizin in einer Blütenflasche, die einen Teil von Cerases Lebenskraft wiederherstellt, kann nun von dir hergestellt werden. Ei. Aber wie? Ich finde das irgendwie voll süß. Status. Was haben wir denn hier? Items. Ich kann die angeblich herstellen, aber niemand sagt mir wie. Ha. Wie denn? Ja. Okay. Ich wundere mich jetzt einfach mal nicht. Ah, ja. Das wird bombastisch, Leute, hier. Warte mal. Brauche ich Cheshire? Der aus. Ach. Nee. Cheshire, over here! Cheshire, over here! Oh, nicht fallen! Kizi, nicht fallen! Aua! Aua, ich kann aber nicht umbrunnen hier. Ja, doch, ich kann umbrunnen. Ui, jetzt wird die Miets sauer. 1A hier geregelt. Nein, nein, nein! Au! Oh no! Was mir jetzt leider nichts bringt, weil er in diesem... Ah, okay. Und jetzt? Warte mal. Okay. Oh, das ist nicht gut, oder? Doch. Ah. Okay. Nee, nee, warte mal. Nee, 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 nee. Nein, nein. Ah! Cheshire! Das ist, weil du mal Mehl aufs Maul gegeben hast. Warte mal. Okay, ihr macht das nichts. Ihr macht das doch was. Ist okay. Also komme ich denn nicht da?
I tried my very best. Werfen. Okay, schauen wir mal, wo das hinführt. Okay. Leute, ich kann die einfach nicht beide gleichzeitig steuern. Dafür ist mein Gehirn nicht gemacht. Kann ich von hier aus eventuell? Ups, das wollte ich nicht. Das ärgert mich, ich komme nicht an dieses Ding dran. Naja, was soll's. Wird mich... Warte mal. Ich muss doch jetzt bestimmt irgendwie... Status. Items. Wie stelle ich denn die Items her? Das würde ich gerne wissen. Die haben mir ja gerade gesagt, ich kann das jetzt herstellen. Sly. Hi. Lief okay. That was not fun. Ah, doch, irgendwie war es fun. It's Racer, wo ist deine Abenteuerlust? Kleine Bunnies. Kleine Bunnizis. Whee. Kann ich eigentlich... Ist das gemein? Ich kann mit den Bunnies nichts machen. Na gut. Oh, ich kann hier runterklettern. Jetzt bin ich aber neugierig. Was ist da unten? Oh. Oh, das war cool. Ich bin aber zugegebenermaßen froh. Ah, meine Energie lädt sich doch von alleine wieder auf. Zumindest halbwegs. Oh, ein Speicherpunkt. Nur für mich. What have we here? There were signs that a witch had set up camp here. Aha. Perhaps I'm not the first witch to enter this forest. Vielleicht nicht. Oh well, it means we've got a place to rest. Hm? Look what we have here. Ach, ich hatte die Zutaten noch nicht. Okay. Ein gebackener Gecko in gelbem Kristall eingeschlossene Zutat, die interessanterweise je nach Backstufe unterschiedliche Auswirkungen haben kann. Im roten Kristall eingeschlossene Zutat, die einem armen Einhorn abgeschlagen wurde. Wird aufgrund des Glitzerns auch zur Zierde verwendet. Alter. Im grünen Kristall eingeschlossene Zutat, die wegen jeder Kleinigkeit wie verrückt zu kreischen beginnt. Am besten im Rucksack verstauen. Eine Mandragora-Wurzel. Das klingt irgendwie eher nach, Alraune. Cool. Aber... Ich kann hier halt nichts machen. Große roten Bögen sind Unterschlupf, die sich bei einer Annäherung freischalten. Halte danach Ausschau. Mhm. We need a rest.
Ah, okay. Ich muss erst brauen und dann darf ich. Okay. Ich habe von allem 16, ja. Hier sind ein paar Zutaten und Nachschub findest du im Wald. Dies ist ein Gebräu, findest du eins, erlernst du sein Rezept. Sind alle Komponenten vorhanden, vermische sie. Was du bauen kannst. Gar nichts. Darf ich jetzt speichern? Das Spiel wird noch ziemlich lang werden, Leute. Habe ich rausgefunden. Ganze 15 Stunden soll das Spiel gehen. Das überrascht mich selbst tatsächlich sehr. Was sagt mir die Karte? Hier ist nichts. Frechheit. Geht gemeinsam tiefer in den Wald. Ja, das habe ich ja vor, aber ich wollte auch gucken, ob da Sachen zu finden sind. Wichtige Sachen. Man weiß es doch nicht. Ah, was? Hm. Hey, look over there. Der weiße Wolf. Before them stood a large wolf. Its snow-white fur shone, pale silver in the moonlight. Avalon Forest. The white wolf hiding. Cereza was captivated by the wolf. It seemed almost not of this world. Also bei manchen Sachen, der weiße Wolf, ein Wolf im wunderschönen schneeweißen Fell, der im Wald von Avernon lebt. Der weiße Wolf wird dich führen. So wurde es Cereza im Traum prophezeit. Und tatsächlich taucht dieser weiße Wolf immer wieder vor Cereza und Cheshire auf, während sie durch den Wald irren. Und läuft los, als wollte er ihnen den Weg weisen. Also bis jetzt bin ich ihm genau einmal begegnet, aber sei es drum. Rosa. Rose, eine Umbra-Hexe von beispielloser Macht, die als die womöglich stärkste Hexe in der gesamten Geschichte des Clans gilt. Sie ist Cerases Mutter. Sie verliebte sich in einen Lumenweisen und hatte ein Kind mit ihm, wodurch sie den heiligen Schwur des Umbra-Clans brach und dafür auf Lebenszeiten eingesperrt wurde. Sie hat nie offenbart, was sie dazu trieb, die Umbra-Lehrerin zu missachten und eine verbotene Verbindung mit einem Lumenweisen einzugehen. Vielleicht Liebe? Doch trotz der enormen Macht, über die sie verfügt, hat sie ihre Isolation ohne Widerstand hingenommen. Deshalb glauben viele, dass sie von Anfang an gewusst und akzeptiert hat, was für Konsequenzen ihre Taten mit sich bringen würde. Manche Mitglieder des Umbra-Clans empfinden sogar Mitgefühl angesichts ihrer Situation und sehen bewusst darüber hinweg, dass Rosas Tochter Cereza sich regelmäßig zu ihrer Zelle schleicht oder helfen gar dabei, derartige Treffen zu arrangieren. Das Plüschtier, das Cereza so liebt, wurde von Rosa aus allerlei Materialien angefertigt, die sie trotz ihrer Inhaftierung auftreiben konnte. Bevor Rosa in einem noch abgelegenen Zelle verlegt wurde, sangen sie oft Schlaflieder für Cereza, die sie dabei an die Gitterstiebe der Zelle lehnte. Was nur ein Beispiel für tiefe, mütterliche Liebe ist, mit der sie ihre Tochter begegnet. Oh, stopp mal, da ist ja noch mehr... Jean,
Eine junge Hexe, die eine formelle Ausbildung in der Umbra-Künsten durchläuft. Ihre Fähigkeiten übertreffen die gleichaltrige Hexen bereits bei weitem. Und sie meistert immer neue Technik mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Manche finden, dass sie aufgrund ihres strengen und ernsten Benehmens recht kaltherzig wirkt. Doch ist sie extrem loyal und sorgt sich aufrichtig um all jene, denen sie vertraut. Sie sieht sich als Konkurrentin von Saraysa, betrachtet diese aber auch als gute Freundin. Während Jeans Mitschülerin Saraysa unorthodoxes Training unter einer Einsiedlerhexe für unziemlich halten, erkennt Jean Saraysas wahre Stärke und Güte an und blickt nicht etwa auf sie herab, sondern behandelt sie als gleichwertige Hexe. Na, die zwei sind ja auch Sisteln im Geiste. So, ich würde sagen, ich mache dann jetzt hier einen Cut rein, Leute. Wir schauen in der nächsten Folge, wo uns der Weiße Wolf hier so hinbringen möchte und wo nicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Wir sagen auch tschüss, nicht Cheshire. Tschüss. Und haut rein, ihr Lieben.